herzlich willkommen bei Maren Gilzer TV. Das ist jetzt meine erste Show während der Berliner Fashion Week. Es ist Marcel Ostertag und ich sitze hier im Admiralspalast und freue mich, dass es anfängt. Also die letzte Kollektion, die ich gesehen habe, die hat mir gar nicht gefallen. Ich hoffe, diesmal bringt er etwas, was ein bisschen figurfreundlicher ist. Ich zeige es euch gleich. Es ist diesmal gar kein Catwalk, es ist einfach nur eine Bühne. Also von den Leuten, die da unten sitzen, kenne ich kaum jemanden. Das sind alles wahrscheinlich Blogger. Oder einer von den vielen, vielen Daily Soap-Schauspielern, die ich einfach nicht kenne. Alles hier mega emotional, eine emotionale Wüste. Also danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier im Theater. Nächste Modenschau, Michaela Bielig im Quatsch Comedy Club. Habe auch zwei neue Freundinnen kennengelernt. Eine Stylistin, hi, wie heißt du? Tanja. Und ein Model und Neuschauspielerin. Hallo, ich bin die Nadine. Ich habe schon gehört, du hast mitgespielt mit Julian Stöckl in dieser Serie, in dieser Model-Serie. Ja, genau. Aber die Julian ist mehr oder die wurde eingestellt. Außen vorbei. Gut, dabei wollten wir alle doch unbedingt immer schöne Models in Action erleben. Das Leben geht weiter. Ohne die Serie hätte ich jetzt niemanden. So ist es. Ja. Man trifft sich dann eben gemeinsam vor Modenschau. Genau. Wunderschöne Beine mit lustigen Schuhen. Ganz kurze Beine. Ja, die längsten Beine des heutigen Abends. Ja. War kein Model. Ach doch. Auf dem Laufsteg? Also auf dem Laufsteg war eben gerade wenig Modeliges zu sehen. Dafür Modeliges. Es war eine interessante Modenschau. Vorher war ich ja bei Marcel Ostertag. Also hat mir die Kollektion schon mal besser gefallen als die vorletzte, die ich gesehen habe. Die war sehr unförmig. Jetzt war es tragbare Mode. Ja, doch. Nichts besonders Aufregendes, aber doch sehr schön und sehr tragbar. Und die Kulisse fand ich auch toll. Danach jetzt diese Modenschau, die eigentlich keine Modenschau war. Stehst du da wie ein Touring? Ja. Gut, es war unterhaltsam. Ja, es war sehr heiß.
heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, morgen geht's weiter. Da besuche ich dann die Fashion Week, da bin ich im Zelt und gucke mir einige Schauen an. Mal sehen, was da so läuft. Aber ich glaube, die sind alle ein bisschen braver. Da sind die Modenschauen so, wie wir sie uns vorstellen. Einfach nur mit starrem Blick vor und zurückgehen. Da wird das Foto immer nett. Bis dann. Tschüss.